Lösungen jedoch für dieses Problem gibt es unendlich. Also es ist nicht nur die Lösung, dass Jakob in den Buggy geht oder selber läuft oder ihr ihn tragt, sondern es gibt noch tausend weitere. Und die Frage ist, welche tausend weiteren fallen dir ein? Wie kommt ihr aus dieser Situation raus, ohne frustriert zu sein? Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festl, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen heute zu dieser Podcast-Episode mit einer Frage einer Teilnehmerin, die mir eine Situation schildert, die ich selbst genau so erlebt habe. Und zwar war das bei mir ein kalter Wintertag und meine damals, ja, eineinhalbjährige Tochter wollte nicht mehr laufen und sie wollte auch auf gar keinen Fall in ihren Kinderwagen. Es war kalt, das Baby in meinem Arm wollte gestillt werden und ich wusste überhaupt nicht mehr, wie ich jetzt irgendwie nach Hause kommen kann. Was können wir also tun, wenn unser Kind einfach seine Grenze wahrt, einfach vielleicht auch nicht mehr kann und wir aber auch nicht mehr können? Darum geht es heute in dieser Podcast-Episode. Ich lese dir an dieser Stelle erst einmal in aller Ruhe die Frage meiner ehemaligen Teilnehmerin vor und ja, dann hörst du auch meine Antwort darauf. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Manuela, wir haben im Moment Folgendes, wenn wir mit Jakob spazieren gehen, der Jakob ist 18 Monate, mit Buggy und dann an den Spielplatz zum Beispiel, wo er gerne Treppen rauf und runter geht, fahren und er will dann nach einer gewissen Zeit weder laufen noch in den Buggy, das heißt, er will nur getragen werden. Wenn er dann wieder in den Buggy sollte oder laufen, dann weint er sehr und wehrt sich vehement. Allerdings ist Tragen bei manchen Strecken leider keine Lösung. Was würdest du empfehlen? Und ich habe auch noch voll viele weitere Lösungen für dieses Problem. Bitte denkt immer dran, der erste Impuls, den ihr habt, ist eure Lösung. Das ist die eine Wunschlösung. Ja, es gibt, wir haben bei Konflikten haben wir eine Wunschlösung. Und das ist immer das Einfachste. Ja, das Einfachste ist, dass Jakob jetzt einfach selber läuft oder in den Buggy geht. Das ist unsere Wunschlösung. Die fällt uns schnell ein, weil es so schnell geht, weil das Problem damit gelöst ist und wenig Aufwand kostet und wenig Energie kostet. Wenn Kinder nicht mehr laufen wollen und getragen werden wollen, egal welches Verhalten sie haben, ein Verhalten ist immer ein Anzeichen dafür, dass da was ist, dass sie auch eben ein Bedürfnis haben und dass das Bedürfnis, das sie gerade haben, irgendwie nicht erfüllt ist. Kinder, die eineinhalb sind, haben auch noch nicht so viel Energie, um große Strecken zu laufen. Also da wäre die Frage, wie weit ist die Strecke? Vielleicht wächst er gerade, hat er Wachstumsschmerzen. Manche Kinder können das gar nicht artikulieren natürlich, vor allem nicht mit eineinhalb, dass sie Wachstumsschmerzen haben. Warum kann man ihn nicht tragen? Ist auch völlig in Ordnung. Ja? Also wenn es einfach nicht geht, weil ihr Schmerzen habt und weil es zu schwer wird, dann geht es eben nicht. Ja? Das ist eben dieses heute geht es nicht, Prinzip der Annahme. Kann ich jetzt einfach nicht aushalten, das Kind zu tragen. Manchmal geht es, obwohl man Schmerzen hat. Das ist einfach so ganz wichtig, dass ihr das versteht, dass das eben situations- und kontextabhängig ist, je nachdem, wie ihr gerade drauf seid, wo ihr gerade steht. Und es ist völlig in Ordnung so. Ihr seid in Ordnung, wenn das so ist. Es ist alles okay. Lösungen jedoch für dieses Problem gibt es unendlich. Also es ist nicht nur die Lösung, dass Jakob in den Buggy geht oder selber läuft oder ihr ihn tragt, sondern es gibt noch tausend weitere. Und die Frage ist, welche tausend weiteren fallen dir ein? Wie kommt ihr aus dieser Situation raus, ohne frustriert zu sein? Und dann ist es der Moment, wo ich sage, jetzt geht's los, out of the box denken. Alles, was irgendwelche Menschen, die im Kopf oder dein Teufelchen, Engelchen im Kopf gerade dir einflüstern, von wegen, das kannst du doch nicht machen
oder das Kind muss das lernen, da tauchen dann im Konflikt, tauchen plötzlich unsere Glaubenssätze wieder auf. Oder was denken denn die Nachbarn? Ja, ist auch so ein Glaubenssatz, der da vielleicht kommt. Was kann man denn noch alles tun? Wir haben schon ganz viele Sachen gemacht. Ja, das ist ein ganz klassisches Beispiel, dass die Kinder dann irgendwie nicht mehr können und gar nichts mehr geht. Einer läuft nach Hause und fährt mit dem Auto hinterher und holt die Familie ab. Oder man fährt mit dem Bus. Oder man setzt sich zusammen hin und, keine Ahnung, isst was, wenn was zum Essen dabei ist, und macht ein kurzes Picknick, damit wieder Energie da ist. Also es gibt auf jeden Fall mehr Lösungen als die. Und ich mag dich dazu einladen, jetzt, wo diese Situation war, zu überlegen, wenn das wieder kommt, wenn das wieder so ist, dass Jakob nicht laufen kann oder nicht mag und auch nicht in Buggy rein mag, auch durch aktives Zuhören einfach herauszuhören, was er denn eigentlich braucht. Ja, vielleicht ist der Buggy irgendwie zu eng. Vielleicht drückt ihn da ja was. Vielleicht will er im Buggy stehen. Ja, kannst du ein Spiel draus machen und sagen, weißt du was, du stellst dich einfach in Buggy rein mit Blick zu mir und wir spielen Formel 1. Ja? Die Lösungen sind unendlich. Die Frage ist, wie erreichen wir unser Kind und wie kriegen wir raus, was es braucht? Ja, genau, darum geht's. Das ist eigentlich die Lösung. Das ist nicht einfach, das bedarf einfach eine gewisse Übung. In dieses Reinkommen, dass es in Ordnung ist, auf eine gewisse Art und Weise Nein zu sagen, wenn ich nicht tragen kann oder nicht will. Dass es aber auch in Ordnung ist fürs Kind, wenn es nicht laufen will und nicht mehr kann. Und dass es eben Lösungen gibt. Und ich bin mir ganz sicher, euch fallen da ganz, ganz viele ein. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Möchtest du wissen, welche Kommunikationsstones sich in deinen Alltag eingeschlichen haben und mit welchen leichten Tricks du Konflikte mit deinem Kind vorbeugen kannst? Dann hol dir mein kostenfreies E-Book. Du findest es unter sprachzeichen.de/40-Sätze. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.